Herzlich willkommen zum ersten Finanztalk in diesem Jahr. Und wie schon im letzten Jahr freue ich mich über wunderbare Expertinnen und Experten, die ihr Wissen hier mit euch teilen. Allen voran die wunderbare Annette Weiß, die mit ihrer Finanzbildung dafür sorgt, dass Menschen wirklich ja einfach viel besser wissen, wie man Geld rechnet und wie man mit diesem Geld auch möglichst sinnvoll umgehen kann. Dann natürlich auch die wunderbare Dani Patum, auch als Finanzbloggerin unter Geldfrau unterwegs. Und auch hier, du bist Wirtschaftsjournalistin, hast also auch genau wie Annette vom Grundsatz her unglaublich viel Erfahrung und Wissen in dem ganzen Bereich. Annette ist ehemalige Bankerin und unterstützt auch die Menschen ganz wunderbar, sich dem Thema Finanzen auf eine ganz charmante Art und Weise zu nähern. Herzlich willkommen und schön, dass auch du dabei bist. Dann haben wir den Luis mit dabei. Der Luis ist Experte für Hochdividendenwerte und für Finanzinstrumente, die nicht jeder so direkt an der Hand hat, sondern ja, die vielleicht im deutschsprachigen Raum nicht so populär sind wie vielleicht in England oder in anderen Ländern, und hat den Blog Nur Bares ist Wahres und hat mit seinem Buch über Hochdividendenwerte und ganz neu auch mit seinem Buch über Reiz echte Standardwerke geschaffen. Toll, dass du auch wieder mit dabei bist. Und wir hören dich übrigens nicht. Dein Mikro scheint irgendwie, zumindest habe ich dich gerade nicht gehört. So, jetzt wahrscheinlich besser. Ja, jetzt ist wunderbar. Perfekt. Und vom anderen Ende der Welt frisch gerade total braun wieder eingeflogen, der wunderbare Vincent von Freaky Finance, der schon seit ganz, ganz langen Zeiten auch als Investor an der Börse mit dabei ist, unglaublich viele Erfahrungen hat und einen sehr, sehr coolen Blog Freaky Finance schreibt, auch mit dem Ziel, da über seine eigenen Erfahrungen einfach zu schreiben, Leute zu ermutigen, das Thema Finanzen in die Hand zu nehmen und ihnen einfach dort gute Tipps und Strategien an die Hand zu geben. Schön, dass ihr alle da seid. Hallo Eva. Danke. Hallo. Und heute wollen wir mal über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen, nämlich sich Geld, ein Vermögen oder auch einen Einkommensstrom aufzubauen, ist eine Sache, der ich mich mit unglaublich viel Elan in den letzten Jahren gewidmet habe. Aber was ja mindestens genauso wichtig ist, ist, dass ich nicht unglaublich viel Geld einnehme und auch unglaublich viel Geld ausgebe, sondern dass ich dafür sorge, dass dieses Geld mir auch irgendwie als Ressource zur Verfügung steht, mit der ich dann dafür sorgen kann, dass sich mein Vermögen langsam, also dass mein Vermögen wächst, dass dieses Geld also nicht nur einem kurzfristigen Jubel, einem Konsumrausch sozusagen wieder anheimfällt, sondern dass ich damit Vermögensaufbau betreiben kann. Und daher wollen wir heute mal darüber sprechen, wie man seine Ausgaben in den Griff bekommt. Und da freue ich mich total, wenn ihr einfach mal so ein bisschen auch aus eurer Erfahrung erzählt, wie ihr mit dem Thema Ausgaben und Geld nicht nur reinkriegen, sondern Geld vor allem auch behalten umgeht. Wer hat denn Lust, mal den Anfang zu machen? Annette hat ihr Mikro schon mal ausgestellt, das heißt Annette nicht. Dann sagen wir doch mal die Dani als Ladies first. Also bei mir ist es so, ich fange jetzt mal mit dem Kleinen an. Bei mir ist es so, ich im Grunde bei allen Ausgaben, die ich tätige, stelle ich mir tatsächlich so im Hinterkopf die Frage, brauche ich das? Warum brauche ich das jetzt? Gibt es vielleicht eine Alternative? Und das mache ich im Grunde, das läuft bei mir immer so eine Schleife im Hinterkopf mit, und das belastet mich gar nicht, das ist auch keine Spaßbremse in meinem Leben. Aber es hält mich echt davon ab, gerade im Urlaub die Kohle rauszuhauen oder so im Alltag, wenn ich durch die Straßen gehe und dann doch mal hier und rechts da ein schickes Teil sehe. Dann ist eigentlich mit dieser Frage ganz viele Ausgaben einfach schon wirklich durchgestrichen. Das ist so mein Alltagsbegleiter, meine Alltagsfragen, die ich immer mit bei mir dabei habe. Und das ist was ganz Kleines. Und es gibt ja so den Tipp, machst du das auch, dass man erstmal auch bei großen Ausgaben 24 Stunden darüber schlafen sollte? Also brauche ich das? Und wenn du dir nicht so ganz sicher bist, also wann? Ja, genau. Also wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dann kaufe ich es gar nicht mehr. Weil ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mir nicht ganz sicher war und es doch gekauft habe, war es eigentlich
Es war immer schlecht, es war immer falsch, es sah nicht gut aus, also es hat irgendwie nicht gepasst. Aber das geht auch mit allen Sachen so, also nicht nur mit Klamotten oder Möbeln oder weitere größere Ausgaben. Deshalb mittlerweile kaufe ich nichts mehr, was mich nicht eigentlich sofort überzeugt. Und wenn es größer ist, dann kaufe ich sowieso nicht sofort. Also dann denke ich sowieso länger drüber nach. Also da gibt es gar keine zwei Meinungen. Und ehrlich gesagt, ich kaufe gar nicht so viel größere Dinge, fällt mir gerade ein, wenn du das so fragst. Weil wenn ich mir ein Sofa kaufe, überlege ich mir das lange. Auto habe ich mir sowieso noch nie gekauft. Das würde ich mir eh sowieso lange überlegen. Also ich habe gar nicht mehr so größere Anschaffungen, muss ich sagen. Und bei allen anderen Waschmaschinen und so weiter, ja, da wälze ich auch so einige Kataloge und Testergebnisse. Also ja, das kaufe ich sowieso nie schnell. Ich habe letztens auch nochmal so einen Satz gesagt bekommen, der natürlich jedem intuitiv klar ist, aber nachdem wir einfach auch häufig nicht so handeln. Ein konsumorientiertes Leben ist diametral entgegengesetzt einem Leben, in dem du versuchst, ein Vermögen aufzubauen. Das heißt, das ist die eine Orientierung und das ist die andere Orientierung. Und wenn du sehr konsumorientiert bist, dann ist das schwierig, um dein Vermögen aufzubauen. Ne? Das heißt, bei dir hat auf jeden Fall die Konsumorientierung keinen hohen Stellenwert, sondern du reflektierst sehr genau, überprüfst genau. Und das würdest du auch als Tipp mitgeben, dass man keine Kaufräusche macht. Aber ehrlich, ich meine, jetzt habe auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Also ich glaube, mit 20 habe ich noch nicht so gedacht. Also das ist ganz klar. Und ich kann das auch verstehen, wenn man mal sein Geld raushaut. Ehrlich, ich kann jetzt verstehen, ich habe das auch gemacht. Aber es darf eben nicht immer sein. Und ich denke, es ist eine gute Mischung. Gerade wenn man jung ist oder mittelalt, um die 30, ja, kann man auch mal sein Geld raushauen. Aber bitte nicht immer und dann schon mal wieder das Hirn einschalten. Weil in der Tat, Konsum- und Vermögensaufbau ist diametral entgegengesetzt. Aber die Frage ist ja auch, wenn wir Vermögen aufbauen, wozu bauen wir es auf? Natürlich, um eine gewisse Absicherung zu haben und einen bestimmten Konsum auch zu tätigen. Ne? Also ich würde oder Werte zu schaffen und weiterzugeben. Auch das. Ja. Kommt dann auf die Zielsetzung drauf an. Okay, Annette guckt schon so. Annette, schieß mal los. Was sind deine besten Tipps für Sparen? Nee, das ist jetzt ein Unterschied, ob ich an einem Punkt stehe, wo ich meine Ausgaben nicht im Griff habe, ja? Oder ob ich spare. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Okay, dann erzähl das erstmal. Was heißt sparen und was heißt Ausgaben nicht im Griff? Naja, Ausgaben nicht im Griff, dann habe ich auch nichts über zum Sparen. Ja? Dann brauchen wir uns über das Sparen ja in der Regel nicht zu unterhalten. Ja? Aber was ich halt festgestellt habe, ist, dass viele Leute ihre Ausgaben eben nicht im Griff haben, weil sie keinen Überblick haben. Weil eben kein, trotz Online-Banking, ja, diese Kontoauszüge irgendwie so Schall und Rauch sind, ja. Und es erst dann bewusst wird, dass man über die Stränge geschlagen hat, wenn man irgendwann mal vom Banker angerufen wird und der sagt, Entschuldigung, könnten wir uns mal unterhalten, das Konto wird ein bisschen hoch stehen, dann hat man ein Problem, weil dann hat man ja auch schon, das geht ja nicht von heute auf morgen, dann hat man ja längere Zeit über seine Verhältnisse gelebt. Man hat dann also auch nicht die Verhältnisse für sich selbst auch überhaupt nicht definiert. Ja? Und das ist eigentlich so der Punkt, an dem ich überhaupt erst mal anfangen würde. Erstmal zu gucken, wie will ich denn überhaupt leben? Geht das überhaupt überein mit dem, was ich verdiene? Ja? Und dann gucken, wie kann man diese beiden Sachen ja, angleichen, auf das dann bitteschön auch noch was übrig bleibt zum Sparen. Mhm. Annette ist übrigens Finanzcoach auch genau für solche Sachen. Ne? Also du setzt dich mit deinen Klienten auch wirklich hin und sagst, alles klar, jetzt gucken wir uns mal genau die Ausgaben an, analysieren mal, was ist das, was sein muss? Was ist auch das, was nicht sein muss? Und was wollt ihr denn wirklich zurücklegen? Und ich weiß, dass ein ganz, ganz wichtiger Tipp ist, dann nicht zu sagen, okay, am Ende des Monats gucken wir mal, ob die 50 Euro, die ich zurücklegen wollte, auch übrig geblieben sind, sondern die kommen direkt weg. Ja, also. Wenn ich denn beschlossen habe, ich will sparen, dann spare ich am Anfang des Monats. Mhm. Wenn ich mich irgendwann so in meinem Konsum eingefunden habe, dass ich eben nicht mehr konsumorientiert bin, und es kommt am Ende des Monats, bleibt auch noch was übrig, hindert mich nichts daran, das auch noch zu sparen. Gar keine Frage. Aber ich gebe es eher mal nicht so schnell aus, wenn es schon gar nicht mehr auf dem Konto drauf ist.
Okay, also dein Tipp ist es, auf jeden Fall setz dich mal mit deinem Kontoauszug hin und guck dir wirklich alles an, was du ausgibst und bekomm mal ein Gefühl dafür, was du ausgibst, was davon sinnvoll ist, was davon nicht sinnvoll ist, was du weiterführen möchtest und was du vielleicht auch nicht weiterführen möchtest. Ja, also so vor allen Dingen, die ist gerade wieder am Jahresanfang immer der Klassiker, das Fitnessstudio, dass man der Jahresvertrag, der ja schließlich beim Abschluss so viel billiger ist, ja, als die Zehnerkarte, wenn man das mal hochrechnet. Und ich gehe ja schließlich dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Das habe ich mir jetzt ja vorgenommen fürs neue Jahr. Und dann rechnet sich das ja viel besser im Jahresvertrag. Aber so ein Jahresvertrag ist echt verdammt teuer, wenn ich im Februar schon nicht mehr hingehe. Von dahinein ist dann sowas dann wirklich, aber das hat auch viel mit Alter zu tun und mit Erfahrungen, die man macht, ist sowas dann im Vorfeld vielleicht abzuwägen, dass man sagt, naja gut, okay, ich hänge halt eben die zwei Zehnerkarten dran und guck mal, ob ich wirklich 20 Mal hintereinander gehe und es ist erst Mitte Februar, dann kann ich immer noch einen Jahresvertrag machen, wenn ich dann wirklich angefixt bin und wirklich drauf bin. Weil ansonsten ist er halt wirklich sehr teuer. Und dann noch die Kündigungsfrist verpasst, super, 2 Jahre Fitnessstudio für nichts, klasse. Ja. Das Geld könnte man gut sparen. Also wenn mir das passiert, würde ich ja sofort sagen, Arsch hoch und rein ins Fitnessstudio. Tut dir nämlich außerdem noch gut und nicht 2 Jahre für nix. Aber gut, das... Du weißt doch, wie das Leben so ist, weißt du? Ich weiß. Ich wollte noch was ergänzen. In meinem Coaching spielt das auch eine ziemlich große Rolle. Dieses, welchen Zugang habe ich denn dazu, tatsächlich meine Ausgaben zu kontrollieren und wie halte ich es denn tatsächlich mit dem Sparen? Viele haben ja wirklich diese Gleichung im Kopf, mein Einkommen sind gleich meine Ausgaben. Und wenn man dazwischen etwas schiebt, mein Einkommen sind gleich mein Sparanteil für den Vermögensaufbau, für das Investment plus Ausgaben, dann kriegt die Gleichung im Kopf gleich einen ganz anderen Schwerpunkt oder ein ganz anderes Gewicht, weil ich dann nämlich nur noch das ausgebe, was ich von meinen Sparzielen übrig lasse. So im Grunde. Und das führt zumindest bei meinen Frauen und Männern, die bei mir im Coaching sind, immer zu einem Aha-Effekt, weil sie das so noch nie gesehen haben. Und das finde ich ganz spannend. Und wenn man das einmal so im Kopf hat, dass man tatsächlich Geld zur Seite legen möchte, dann guckt man seine Ausgaben tatsächlich auch mit anderen Augen an. Und das bin ich dann wieder genau bei Annette. Ich habe, bevor ich die Herren unbedingt natürlich auch zu Wort kommen lassen möchte, letztens in einem Interview auch noch einen guten Tipp gehört, der sich vor allem an Akademiker gerichtet hat. Und mein Interviewpartner hat gesagt, er hat von seinem Professor den damals allerbesten Tipp bekommen. Junge, wenn du mit deinem Studium fertig bist, leb doch bitte mal noch 3 Jahre so weiter, als wärst du Student. Das tut dir nicht weh. Mach einfach weiter. Gib nicht mehr Geld aus und leg dein ganzes 3 Jahres Akademikergehalt auf die Seite und dann bist du eigentlich durch. Wenn du das Geld dann für dich arbeiten lässt, dann hast du eigentlich... Okay, Annette sagt, nee, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal nicht so ein ganz schlechter Ansatz, zu sagen, das Geld spare ich mir mal weg und ich vertue mir nichts, wenn ich einfach nochmal 3 Jahre so weiterarbeite oder vielleicht nur eine kleine Steigerung in meinem Niveau mache und die Sachen zur Seite tue. Annette, ich wollte jetzt die Jungs befragen, aber sag nochmal, du hast gerade so, nee, ist gar nicht so deins. So, ja, nur ganz kurz, so dieses ja, wirklich genauso weiterleben, nee, nicht wirklich, oder? So ein bisschen was vom Leben haben darf man dann auch mal, wenn man dann jetzt auch mal fertig ist mit dem Studium. Also ich hatte auch als Student relativ viel vom Leben, muss ich sagen. Aber doch auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, aber lieber auch schön. Wenn du die Hälfte von mir ausnimmst, ja, damit könnte ich jetzt noch ganz gut, aber das andere fände ich, also ich persönlich wäre da aus dem Höschen gesprungen, wenn mir das jemand gesagt hätte. Ja, nee. So mit. Ich werde den Tipp mal an meine Kinder weitergeben. Mal gucken. Mal gucken, was sie sagen. Ja, ja. Luis, was ist denn dein bester Tipp, um die Ausgaben zu screenen, um sie in den Griff zu bekommen, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen? Ja, ich hatte ja das Glück, ich bin in einem bürgerlichen, aber relativ bescheidenen Haushalt groß geworden, was sicherlich damit zusammenhing, dass mein Vater in der Zeit des Spanischen Bürgerkriegs und danach groß geworden ist und meine Mutter halt im Zweiten Weltkrieg, Ende Zweiten Weltkrieg geboren ist und die Nachkriegszeit erlebt hat. Von daher hatten Konsumentscheidungen anderen Stellenwert, als sie sicherlich bei anderen haben, die eben in der Ära des Wirtschaftsbooms groß geworden sind. Und
Das hat sich auch ein Stück weit niedergeschlagen, nämlich darin, ich habe ja schon ab 19 angefangen, eigenes Geld zu verdienen. Und was dann natürlich sehr verführerisch war, was ich natürlich auch bei meinen Kollegen dann mitbekommen habe, war erstens seinerzeit zumindest noch neues Auto und Unterhaltungselektronik. Und wenn man allein mal diese zwei Posten wegstreicht, für die ich zum Beispiel gar nicht anfällig war, dann hat man schon mal einen ganzen Batzen gespart. Und wenn man dann anfängt, noch unter seinen Möglichkeiten zu leben, und da bin ich ein großer Fan von diesem 10-50 Modell, das heißt, man fängt an, 10% seines Einkommens zurückzulegen und von jeder Steigerung oder jeder Sonderzahlung, jeder Steuerrückzahlung 50%, dann hat man eine schöne Mischung aus Konsum und Konsumverzicht, sprich Sparen. Und um das Ganze auch strukturiert zu machen, bin ich auch ein großer Freund von der einzigen, Vorwerkwerbung. Ich führe ein erfolgreiches kleines Familienunternehmen, und es ist halt so, ein Haushalt, egal ob Single oder Familie, ist eine Unternehmung und sollte halt bilanzieren und budgetieren, also auf die beiden Sachen, sprich das Vermögen bilanzieren, Einnahmen, Ausgaben budgetieren. Und dann bin ich sicherlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Und beim Budgetieren persönlich, was ich tatsächlich auch gemacht habe, über, ich glaube, 3 Jahre war es, ein Haushaltsbuch zu führen. Also wirklich noch physisch, Notizbuch mit Kategorien pro Monat, wo dann ich tatsächlich eingetragen habe, was ich ausgegeben habe, um einfach dann ein Gefühl zu bekommen. Und so nach, ich glaube, so 2-3 Jahren, also ich glaube, 3 Jahre habe ich es geführt, danach habe ich dann eben, bin ich übergegangen in Budgets. Ja. Und was ich bis heute auch mache, ist immer bar bezahlen. Also außer Internetkäufe, ansonsten alles bar. Und da schreibst du es sofort auf, ja? Weil bei Descartes hat ja sozusagen den Vorteil, dass es dann einfach auch transparent auf dem Kontoauszug steht, zumindest einigermaßen, für was ich mein Geld ausgegeben habe. Und wenn du es bar rausgibst, dann musst du dir ja irgendwo einen Spickzettel machen. Nee, wenn du mit Budgets arbeitest, ja nicht. Dann hast du ja deine Wochenbudgets oder Monatsbudgets. Okay, ist dann auch egal. Das Haushaltsgeld zum Beispiel bar, ist eingeteilt pro Woche, und wenn man das eben eine Weile gemacht hat, das Haushaltsbuch, dann ist man in einem gewissen, also zumindest bei uns war es so, dass wir in einem Trott drin sind, dass man sich dann ohnehin dran gewöhnt hat und nicht wesentlich drüber oder drunter geht. Das pendelt sich dann gut ein. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Ja. Mhm. Heißt es aber auch nicht, dass ich jetzt total frugalistisch lebe. Ja, also es gibt schon den einen oder anderen Posten, der mir wichtig ist, und sicherlich mein Privatbestand an Büchern und Spirituosen und Weinen übersteigt jeweils den Wert meines Autos, würde ich mal sagen. Ich wollte gerade sagen, wer Louis Adventskranz kennt, der weiß, dass ich durchaus auch Geld für die schönen Dinge des Lebens ausgeben möchte. So sieht's aus. Witzig, es wurde jetzt schon gerade gesagt, Haushaltsbuch, Budgets, Kontoauszüge wirklich mal screenen, keine Spontankäufe. Was sind so deine Strategien, um Ausgaben in den Griff zu bekommen, um erstmal zu sehen, was geht so aus meinem Budget weg, von meinem Konto runter? Ja, also die Klassiker wurden ja jetzt alle schon so genannt. Also das Wichtigste ist wirklich erstmal, sich einen Überblick zu verschaffen, indem man eine Zeit lang ein Haushaltsbuch führt, wie Luis das auch gesagt hat, mindestens 1 Jahr, damit man wirklich alles mal einmal drin gehabt hat, möglichst 2 oder 3 Jahre, um ja, da einen Überblick zu haben langfristig und auch die Routine da zu haben. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Apps, es gibt klassisch Excel kann man nutzen oder eben auch die schon genannten Banking-Software, wo das da auch inzwischen schon so in Tortendiagramme irgendwie dargestellt wird, ob das fürs Reisen oder für Lebensmitteleinkäufe oder. Das ist da ja schon alles so sortiert. Da kann man sich dran orientieren und erstmal ein Gefühl dafür kriegen, wie überhaupt seine Ausgabensituation aussieht. Viele schaffen das ja tatsächlich, mehr Geld auszugeben jeden Monat, als sie einnehmen, und leben dann im Dispo von Monat zu Monat. Und das ist dann natürlich schon mal der Krieg verloren, bevor der angefangen hat. Genau, dann auch schon genannt, bezahle dich zuerst. Ganz wichtige Geschichte, wenn man dann anfängt, irgendwo Vermögensaufbau zu betreiben, zu sparen, dann
bedient man diese Ziele zuerst und guckt, was dann am Ende überbleibt und nicht umgekehrt, weil sonst geraten die Ziele da ganz schnell in Gefahr. Wenn man dann doch wieder dem Konsum erliegt, dann bleibt eben am Ende des Monats oft nichts mehr für die Sparziele über, die man sich eigentlich gesetzt hat. Und was ich auch wichtig fand, war jetzt noch nicht als unter diesem Begriff genannt, aber diese Lifestyle-Inflation, dass man eben durchaus noch einen Augenblick weiter als Student leben kann, auch wenn man keiner mehr ist. Das ist, denke ich, auch sehr hilfreich, weil das Übliche ist ja so, dass eben, wenn man mit der Ausbildung fertig ist oder mit dem Studium fertig ist und das Geld dass davon mehr reinkommt, dass man eben entsprechend mehr auch ausgibt. Also man gibt ja, oder viele geben eben das, was reinkommt, auch wirklich aus oder eben tatsächlich auch noch mehr. Und wenn man sich da ein bisschen im Griff hat, gerade als junger Mensch, wenn man es eh nicht anders gewohnt ist und ja studentisch gelebt hat oder wie ein Auszubildender gelebt hat und das dann nicht gleich übertreibt und alles ausgibt, was eben nach der abgeschlossenen Ausbildung überbleibt, denke ich, dann hat man eine gute Grundlage, weil man noch jung ist und gar nicht in dem Moment. Man schraubt sich ja nicht wieder zurück, sondern man verbessert sich ja sogar in seinem Lebensstil, aber man muss es ja nicht dem Einkommen in der Höhe, wie es gestiegen ist, auch den Lebensstil hochschrauben. Und eben durch den Zinseszinseffekt macht sich das dann nach hinten raus natürlich stark bemerkbar, wenn man da am Anfang sich noch ein paar Jahre im Griff hat, bevor die Familie kommt oder sowas. Ja, das sind so die Sachen nochmal zusammengefasst, die ja eigentlich mehr oder weniger schon alle genannt wurden. Aber denke ich, das sind die wichtigsten Punkte. Mhm, absolut. Es ist ja wie bei so vielem im Leben, es hört sich total einfach an, aber für ganz, ganz viele Menschen ist es unglaublich schwer, die Sachen umzusetzen. Und Luis, du hast gerade ganz kurz den Begriff des Frugalismus reingeschmissen. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder damit was anfangen kann. Mag irgendwer von euch oder Luis, du mal erklären, was ein Frugalist ist? Der ernährt sich nämlich nicht von Früchten, sondern der macht was anderes, oder? Ja, es gibt, glaube ich, auch Frugalisten, die ernähren sich von Früchten, also vegetarisch. Okay, aber das ist nicht das, was wir meinen. Das sind nicht die, die wir meinen. Wir meinen die finanziellen Frugalisten. Ja, ich glaube, jetzt die Abgrenzung ist relativ schwierig. Also es geht eben um einen Lebensstil, ja, letztendlich einen minimalistischen Lebensstil mit einer möglichst hohen Sparrate in der Regel kombiniert, die dazu führen soll, möglichst früh im Leben von den Kapitalerträgen leben zu können. Ich sage mal so ganz, ganz allgemein. Da gibt es natürlich Nuancen. Ich denke mal, in dieser reinen Definition muss man natürlich schon ein Typ für sein, weil es natürlich schwierig wird, sich dann bestimmte Sachen zu gönnen. Aber ich denke mal, so ein Minimalist, der sich auf ein, zwei Feldern auch was gönnt, den würde ich da gegebenenfalls auch noch zuzählen. Beziehungsweise die Frugalisten von sich selber behaupten ja auch, sie würden ja nichts vermissen. Nehme ich dem einen oder anderen sogar ab. Also wer seine Passion dem Pfennigfuchsen gewidmet hat, der findet das bestimmt ganz toll. Und ich kann mir auch lebhaft vorstellen, dass man es ganz toll findet, irgendwo zu gucken, wo kann ich noch mehr sparen oder mich limitieren. Das kann ja auch ein Motiv sein, ne? Und kann einem ja auch persönlich Spaß machen. Und ist ja auch, ja, bleibt ja jedem ja selber überlassen. Aber ich denke mal so ganz grob, ja, geht es eben darum, möglichst, also ja, minimalistischer Lebensstil, hohe Sparrate, frühe, ja, so finanzielle Unabhängigkeit. Genau, früh die Möglichkeit auch zu haben, einfach aus dem Job auszusteigen und zu sagen, das Geld arbeitet jetzt, ohne dann zu sagen, ich brauche jetzt die Riesenkarre, die Riesenurlaube, sondern ich kann mein Lebensstil einfach so fortführen. Ne? Was sind denn. Ja, aber da reicht ja auch, also da muss man nicht unbedingt Frugalist werden. Ne? Also ich meine, wenn man jetzt. Wie gesagt, es gibt ja durchaus die Möglichkeit, mit einem bescheidenen Lebensstil und mit ein paar Feldern, die einem wichtig sind, trotzdem die Ziele, ja gut, dann vielleicht ein paar Jahre später zu erreichen. Du meinst mit Whisky und und Zigarren. Ja, wie gesagt, das ist halt ein bisschen schwammiger. Ich glaube, eine exakte Definition gibt es ja auch nicht und das ist ja, geht ja auch so ein bisschen ineinander über. Dann, ja.
Man muss halt so sein. Also wichtig ist, dass man sich ja selber dabei wohlfühlt. Also wenn man fängt, Abstriche zu machen oder um des Sparens willen und nicht mit einem konkreten Ziel, beispielsweise vereinsamt, weil man sich im Freundeskreis nur noch Wasser aus dem Hahn gönnt, wenn man irgendwo ausgeht und dann ausgrenzt, dann driftet das wie bei allen Sachen eigentlich im Leben in ein Extrem ab, was einen dann vielleicht nur vordergründig glücklich macht, aber dann irgendwo mittelfristig dann doch irgendwo unglücklich. Ne? Wie gesagt, das ist wie immer im Leben. Okay, also es geht um sparsame Menschen, die wirklich so sparsam sind, dass sie schnell zur finanziellen Freiheit kommen. Und ich mag nochmal bei euch abfragen, ist alles im Leben fällt uns ja leichter, wenn wir dafür Routinen entwickelt haben und wenn wir es nicht als ein außergewöhnliches Event, diesen Monat spare ich mal oder diesen Monat gebe ich mal weniger aus, sondern wenn wir uns routinieren. Was sind denn eure Tipps? Also ich kenne das schon von Annettes Coaching, dass Annette sagt, aha, du setzt dich alle 2 Wochen dahin, machst das und das oder du machst das und das, was auch immer. Also was sind eure Routine-Tipps, die es den Menschen einfacher machen, das Thema der Ausgaben wirklich in den Griff zu bekommen? Also ich würde noch einen Schritt davor schalten wollen, Eva, und die Routine nochmal hier in die Runde weitergeben dann. Ich stelle tatsächlich fest, dass es vielen schwerfällt, anzufangen, zum Beispiel so ein Haushaltsbuch zu führen, also das, was du gerade angesprochen hast. Und also erstmal sich so klar zu werden, dass Geld wirklich eine knappe Ressource im Grunde ist für die meisten von uns und das so wichtig zu nehmen, dass ich jetzt einfach mal ein bisschen genauer hingucke. Ich empfehle dann eigentlich gesagt, erstmal von Woche zu Woche zu gucken, damit es nicht so ein Riesenberg ist, 3 Jahre, sondern erstmal, mach erstmal eine Woche, schreib es entweder jeden Tag auf oder sammel es. Manche haben dann auch schon ein Problem, die Rechnungen zu sammeln und das dann am Wochenende auszuwerten. Das ist irgendwie so eine Riesenaufgabe, scheint es so eine Riesenaufgabe zu sein, dann lieber jeden Tag das aufschreiben, 2 Minuten hinsetzen, das geht ja relativ schnell mit diesen Apps am Handy zum Beispiel oder in ein Buch schreiben, geht auch relativ schnell, aber ich empfehle immer dann schon ein bisschen tiefer kategoriert zu sein, also nicht nur Lebensmittel aufzuschreiben, das bringt dann irgendwie nicht so viel, sondern tatsächlich auch einzugehen, was für Lebensmittel, ne? Ist das Fleisch, ist das Gemüse, ist das Obst, ist das Milchprodukte, was genau, damit man auch ein Gefühl dafür kriegt, für was das Geld tatsächlich ausgegeben wird. Und erstmal von Woche zu Woche machen, also mit einer Woche anfangen, dann 2, 3 Mal und dann weiter nach oben zu gehen. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind jetzt hier in der Runde, ihr anderen, aber das funktioniert bei den meisten dann doch. Und es ist meiner Erfahrung nach so, dass wenn man das nicht wirklich will, also wenn man nicht wirklich mal auf seine Ausgaben gucken will, warum auch immer jetzt, welche Not man hat oder weil man es interessant findet oder wichtig findet, dann wird es eh nichts. Das stimmt. Also das ist ein bisschen frustrierend, aber da scheitere ich auch im Coaching. Also wenn die Frauen oder Männer tatsächlich irgendwann das nicht wirklich wollen, dann funktioniert es nicht. Also der erste Schritt ist tatsächlich dann, ich muss es wollen. Dann. Da ist aber vorher schon halt was. Dann liegt es nicht am Sparen wollen oder nicht am Ausgeben im Griff haben wollen, sondern dann ist es irgendein Mangelding, was da einfach eine Rolle spielt. Mhm. Und wo dieser nicht im Griff gehabte Konsum eine Belohnungsfunktion hat. Mhm. Und dann muss man halt noch einen Schritt weiter vorgehen und da kitzeln, ja. Was da eventuell tritt, ist. Was auch gut geht, ist das, was Luis schon angesprochen hatte, dann mit Bargeld zu arbeiten, dass man ausmacht, okay, wir machen das jetzt mal 4 Wochen lang und wir holen jetzt einmal im Monat, wir holen ganz am Anfang, holen wir jetzt halt das, was du dir vorstellst, was dein Haushaltsgeld für diesen Monat ist, holen wir in Bar vom Geldautomat, die Scheckkarte kommt weg. Kreditkarte kommt weg und du machst dir deine 4 Häufchen, ja, und dann wirklich wie ganz früher, so wie wir es gelernt haben als Kinder, vielleicht dann auch einfach nochmal den Schritt zurückzugehen, mit dem Taschengeld auszukommen sozusagen, ja, aber das macht dann ganz, ganz viel, dann dieses Händische, und dann würde ich auch keine App nehmen, sondern dann müssen sie schreiben von Hand, richtig auf Papier, ja, ich bin ein Riesenverfechter von Schreiben. Das macht dann schon was. Aber es muss vorne dran, dieses Warum machst du, was belohnst du denn? Was fehlt dir denn, was du belohnen musst, damit du das
wo hängt es? Das muss klar sein. Sie müssen es wollen. Du hast recht. Sonst geht es nicht. Das ist klar. Routinen. Routine. Vincent, deine Routine. Okay. Sprengen wir hier nicht. Ja, alles genau richtig. Also, na klar, wer seine Ausgaben nicht in den Griff kriegen will, mit dem müssen wir gar nicht darüber reden, wie es irgendwie meistern kann. Ne? Weil natürlich ist das die Grundlage von allem. Das ist wie mit jedem anderen. Wer sich keinen weiteren Einkommensstrom aufkommen will, dem muss ich auch nicht erklären, wie es geht. Also, ne, das ist, aber du hast völlig recht. Konsum ist ja häufig Belohnung. Häufig ist das Kompensation für irgendwas anderes, wo ich mich nicht gut genug fühle, wo ich mich nicht wertvoll genug fühle, was auch immer. Und wenn ich merke, ich laufe immer wieder in eine Konsumfalle rein, dann ist es vielleicht wichtig, auch mal davor zu gucken, was muss ich vielleicht kompensieren, wo bin ich vielleicht nicht glücklich, um da erstmal anzusetzen, da hast du völlig recht. Aber wenn ich mich entschlossen habe, ich gebe zu viel aus, ich würde es gerne ändern, ich bin eigentlich ein glücklicher Mensch, ich habe jetzt kein großes Kompensationsproblem, aber irgendwie läuft es mir so ein bisschen aus dem Ruder. Also du hast schon gerade gesagt, nimm dir keine zu langen Zeiträume, sag nicht direkt, okay, für 3 Jahre, so schreibe ich alles auf, sondern Woche für Woche sich einfach mal hinsetzen. Würdet ihr empfehlen, mach einen Tag, nimm dir den Freitag nach der Arbeit, sammel dir alles zusammen, setz dich dahin oder gibt es irgendwas, wo ich wirklich auch sagen kann, okay, ich habe hier nicht nur grundsätzlich eine Idee, sondern ich habe jetzt einen Plan, den ich abarbeiten kann. Ich habe Schritt 1 bis 5 an irgendeinem Tag, den ich tun kann, um das zu tun, weil aus meiner Erfahrung nach das leichter wird, wenn ich es wirklich so in einzelne Schrittchen heruntergebe, als wenn ich sage, such dir das zusammen, setz dich irgendwann hin und sammel das. Wie erlebt ihr das? Vielleicht noch vorab, jetzt sind wir hier nicht bei den Routinen, aber ein wichtiger Schritt im Vorfeld ist, wir müssen nicht unterscheiden, wie wir da vor uns haben. Ich meine, wenn wir da jemanden haben, und das sind ja nun recht viele, die schon Konsumschulden haben, dann wäre das das primäre Ziel, um das ich mich kümmern würde, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich den Haushalt strukturiere und irgendwelche Sparziele mir definiere und gleichzeitig noch tief im Dispo bin. Also dann muss ich natürlich dann ansetzen bei Routinen, aber ich muss mich dann primär um die Schuldenminimierung kümmern und ich sag mal so, der oberste Grundsatz wäre dann sowieso erstmal keine Konsumschulden zu machen. Aber ist das nicht sozusagen auch ähnlich, wenn du sagst, okay, ich will jeden Monat 50 Euro weniger und die gebe ich quasi zurück in meine Konsumkredite oder mehr, als ich bisher zur Rückführung brauchte, um einfach schneller rauszukommen. Und wenn ich das geschafft habe, dann fange ich an, damit zu sparen. Also im Grunde, nein, Annette schüttelt ganz energisch den Kopf, sowohl bei Louis als auch bei mir. Erzähl. Ich habe ja lange Schuldenberatung gemacht. Und natürlich hast du aus Banksicht selbstverständlich habe ich denen alles rausgekürzt, was nicht Miet- und Nagelfest war. Und alles, was irgendwie aus diesem Haushalten heraus möglich war, in die Schuldentilgung bei der Bank. Die Bank will ihr Geld. Die Bank kriegt ihr Geld. Mittlerweile bin ich da aber gar kein Freund mehr von, weil das psychologisch ein total mieser Effekt ist, weil die strengen sich im Prinzip ja jetzt von der Idee her, strengen die sich ja nur für die Bank an. Sie haben überhaupt nichts davon. Sie strengen sich nur für die Bank an. Sie hatten aber vorher was davon. Was davon hatten, ist vollkommen klar. Ist ja keine Frage. Aber wenn du in der Scheiße drin steckst, sieht das von unten arig braun aus. Ja? Und nein, dann das ist keine positive Motivation. Du kriegst Menschen nicht damit, dass sie der Bank ihr Geld zurückgibt. Weil die Bank sagt auch nicht Danke. Womit du sie kriegst, ist, okay, wir machen das jetzt, wir machen das parallel. Wir machen es, du gibst natürlich die Hälfte von dem, was wir ersparen, natürlich in die Schuldentilgung rein, logisch, aber wir bauen dir auch was auf, und zwar gleichzeitig. Halbe, halbe oder 60-40. Sodass, ja, wenn das funktioniert noch bei den Leuten. Irgendwas Positives auch bei rumkommt. Ja, ich weiß auch, dass die Dispozinsen natürlich furchtbar teuer sind. Gut, wenn ich eine Bank bin, kann ich es dann vielleicht noch in einen richtigen Kredit umwandeln, dass es nicht ganz so teuer ist. Aber das gibt ein anderes Feeling, einen ganz anderen Ansporn, um sich da dran zu setzen, weil es kommt auch was Positives für einen selber bei rum. Und das ist... Das ist so wie bei der Studiensache, wo du gesagt hast, nee, auf keinen Fall auf Studienniveau weiter, ein bisschen was Positives darf schon auch sein. Ja, wir sind Menschen, wir möchten gerne Dinge haben, tun und machen. Und für Dinge, die wir erreicht haben, auch irgendwie ein positives
irgendwas feiern. Irgendwas muss ja gut dran sein. Ich muss das ja für mich machen. Hm? Das ist dieses für dich machen ist dann auch das, wenn du deine Ausgaben eben kontrollierst und dann dadurch merkst du ja, hast du auch mehr Kontrolle dann über dein Geld. Auch das ist ein positiver Effekt. Also ich möchte das unbedingt unterstützen, was Annette auch sagt. Also dass die Leute brauchen tatsächlich was Positives. Und es ist aber auch schon positiv, wenn sie merken, sie haben mehr Kontrolle über ihre Ausgaben. Weil sie dann nämlich auch sehen, was sie wohin schieben mit ihrem Geld und dann eben auch im besten Fall ins Reflektieren kommen und dann bestimmte Ausgaben nicht mehr tätigen und dann das Geld eben doch ein bisschen mehr zusammenbleibt. Und wenn die Schulden sinken, ne, Annette, ist es ja auch ein toller Effekt, wenn die dann endlich mal rausstreichen können, die Schulden aus den Zetteln und da einfach ein Haken dahinter ist. Aber wir wollten ja, aber das sind dann noch zwei Paar Schuhe und ich finde gerade Menschen, die Schulden haben, ganz, ganz wichtig, Kontrolle über die eigenen Ausgaben zu kriegen und Haushaltsbuch zu führen, alles angucken, alle wirklich Ausgaben von der Miete über Auto, über Lebensmittel, Klamotten, alles auf den Tisch. Das muss alles kleinteilig da liegen, sonst kommt man da nicht ran. Mhm. Habt ihr da auch mal gleich vielleicht für mich noch so einmal so euer persönliches Gefühl, wo ihr sagt, okay, eine Miete sollte nicht 4/5 deines verfügbaren Einkommens betragen. Was sind so, ihr habt ja auch schon von Budgets gesprochen. Da gibt es natürlich nicht die eine feste Regel, die für jeden gilt. Aber habt ihr so Daumengrößen, von denen ihr sagt, das sind ganz gute Daumengrößen, um einfach mal eine Orientierung reinzukriegen? 25% von was soll was sein? Netto, vom Nettoeinkommen. Miete? Miete, mehr nicht eigentlich. 25-30 ist aber in manchen Großstädten schwierig. Aber das hängt ja auch von den Präferenzen ab. Wenn ich zum Beispiel ein Paar bin ohne Kinder, wo auch keine Kinder mehr kommen werden, beide verdienen. Brauchst du sich halt eine tolle Villa? Ja, wollen sie. Nee, aber die und der Schwerpunkt liegt eben auf Wohnen, dann kann es ja auch mal mehr sein. Also. Ich glaube, es ging jetzt in meinem Fall gerade auch um Leute, die ein Problem haben. Das sind jetzt nicht die Dings, die Double Income, No Kids, sondern die Leute, die ein Problem haben, mit ihren Ausgaben klarzukommen. Dass die mal auch sich ein bisschen einschätzen können, wenn ich versuche, in eine Struktur zu kommen, die gesund ist, die finanziell gesund ist, in welche Richtung sollte ich mich orientieren? Sind das eher 70%, sind das eher 25%? So eher in diese Richtung war jetzt meine Frage gelenkt. Genau. Und klar, das ist immer, wir sind nicht alle gleich, wir haben auch alle unterschiedliche Präferenzen und Dani sagt jetzt aber, 25% ist so eine Daumengröße, die du so für ein gesundes Maß hältst, was ich von meinem Nettoeinkommen fürs Wohnen ausgeben sollte. Was heißt, ich halte das nicht für ein gesundes Maß? Das sind Erfahrungswerte, 25-30%, wenn da die Kaltmiete ist, dann hat man einfach Luft zum Atmen. Natürlich, wenn man gerne eine große Wohnung hat und luxuriös lebt und man gibt 40% aus, dann muss man aber auch wissen, oder 50%, dann muss man wissen, ja, dass die anderen 50% einfach für alles andere, für Urlaub, Lifestyle, Ernährung, Gesundheit, Geschenke, Freunde, ja auch noch da sein müssen. Aber es ist natürlich so, wenn wir über ein Nettoeinkommen von 10.000 Euro reden und dann gebe ich 5.000 für meine Wohnung zum Beispiel aus, dann habe ich immer noch 5.000 für vieles andere. Das ist natürlich was anderes, als wenn wir über 3.000 Nettoeinkommen reden. Ne? Das ist auch immer tatsächlich so ein bisschen geschuldet, wie viel man an Geld auch verdient. Ja, es sei denn natürlich hier so, ne? Björn Borg oder Boris Becker, dann hilft das auch nicht. Ne? Also muss man schon das Gesamtpaket immer beachten. Und ich denke, also wichtig ist erstmal, und das ist ja meistens bei Menschen so, die ihre Finanzen nicht so ganz im Griff haben, dass sie überhaupt auch gar nicht wissen, wofür sie wie viel ausgeben. Und ich denke, da erstmal überhaupt eine Struktur reinzubekommen, also wirklich ganz klassisch aufzulisten, was gebe ich wofür aus, ist ja so erstmal überhaupt der erste Schritt. Und dann kann ich auch anfangen zu budgetieren. Und was ja häufig auch bei solchen Leuten funktioniert ist, ich kann ja meistens meine Ausgaben senken, ohne irgendetwas an der Lebensqualität zu verlieren. Zum Beispiel durch, viele machen das ja nicht, Optimierung von Gas- oder Stromtarifen, von Telefontarifen, von Versicherungen. Übers Jahr gerechnet kommen da ja auch einige 100 bis 1.000 Euro zusammen, die ich ja einsparen kann, ohne an Gegenleistung einzubüßen, ja, weil der Strom aber nun gelb, rot oder blau ist ja völlig egal. Der funktioniert, also
funktioniert ja, aber kostet halt unterschiedlich. Ja? Ist ja so ein homogenes Gut. Ja, wenn man jetzt nicht auf grün oder auf nicht grün achten wollen würde, so, ne, aber. Das ist eh Augenwischerei. Anderes Thema, andere Diskussion machen wir. Ach, ja, hatten wir schon, das ethische Investieren. Aber Vincent, du hast dich gerade so ein bisschen zurückgehalten. Was würdest du denn denken? Was, also hast du Budgets im Kopf, von denen du denkst, das ist sinnvoll? Gibt es Routinen, die du für empfehlenswert hilfst, um die Ausgaben mehr in den Blick zu bekommen? Wie gehst du? Oder was würdest du so Menschen raten, die zu dir kommen und sagen, ah, es hakt, ich krieg's nicht hin? Also wie gesagt, das wurde jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, das A und O ist auf jeden Fall wirklich zu wissen, wo geht das Geld hin, und da hilft einfach nur das Haushaltsbuch. So, und dann wart ihr bei der Miete, da ist die kritische Schwelle, ist da so bei einem Drittel des Einkommens, was man an Miete bezahlen sollte. Und das ist ja auch tatsächlich, das Wohnen ist da, wo man am ehesten, also auf einen Schlag viel einsparen kann, sage ich mal. Also weil das Wohnen eben so teuer ist. Klar kann man da jetzt einen Stromtarif suchen, der 10 Euro günstiger ist oder so im Jahr. Das hilft auch, aber ich denke mal, beim Wohnen kann man, wenn man sich da ein bisschen einschränkt und auf das Bügelzimmer verzichtet oder irgendwie bis zu einem gewissen Alter WG-tauglich ist oder sowas, da kann man am meisten sparen oder zusehen, dass man seine Ausgaben ein bisschen senkt. Genau, aber wie gesagt, das A und O ist, die Kosten im Blick zu haben, und da hilft nur das Haushaltsbuch. Und ja, eine Routine direkt ist es nicht, weil ja, bei mir ist das jetzt schon ein bisschen so drinne, aber eben, ich sammle einfach meine Einkaufszettel, also Belege, egal was das ist, und dann ein paar Mal in der Woche fasse ich die dann zusammen in meine Excel-Tabelle, und dann habe ich das. Und der Rest ergibt sich dann eben aus den Kontoauszügen, so die Fixkosten und so weiter. Das ist eigentlich nicht viel Arbeit. Man muss eben nur einmal die Überwindung finden, damit anzufangen, denke ich. Und dann ist das absolut machbar. Das ist kein großer Aufwand. Aber eine direkte Routine kann ich da jetzt nicht benennen, dass ich sage, dass ich das jetzt jeden Freitag um 18 Uhr mache. Ich habe da halt meine Zettel, und wenn ich sehe, da sind jetzt wieder ein paar zusammengekommen, und ich bin das nächste Mal am PC, dann trage ich die in die Tabelle ein und dann schmeiße ich die weg, dann weiß ich, die sind eingetragen. So. Mhm. Na, ich. Wenn wir jetzt schon eben bei Routinen waren, ich meine, was wir vorhin gesagt haben, sich selber als Erste zu bezahlen, dass man eben solchen einen Dauerauftrag einrichtet. Dann weitere Routine, was ich zum Beispiel mache, ich habe im Kalender immer drinstehen, wann bestimmte Kündigungsfristen für Verträge auslaufen, dass ich die überprüfe. Etc. Also damit kann ich ja schon mal eine ganze Menge an Routinen reinbringen. Dann einmal monatlich, oder Vincent macht es halt wöchentlich, ich mache es halt zum Beispiel monatlich, die Budgets nochmal überprüfen oder eben eintragen. Das sind ja schon so, sag ich mal, die klassischen haushalterischen Routinen, die man eigentlich so machen kann. Luis, wie machst du das mit den Budgets? Also bei mir ist es zum Beispiel so, Routine, ich hole mir auch immer sonnabends, da gehe ich immer einkaufen, vormittags, da gehe ich tatsächlich immer zum Bankautomaten und hole mir 150 Euro, und die müssen dann reichen für alles. Manchmal sind es auch nur 100 Euro, aber kommt drauf an, wie was jetzt die nächste Woche alles noch ansteht, ob wir noch Gäste kriegen oder irgendwie so. Aber ich habe da so meine 2-3 Zahlen im Kopf, und das hebe ich dann ab, und mehr gebe ich dann auch nicht aus. Ich zahle auch ganz viel bar. Und das ist so eine Routine von mir. Und das ist also auch so ein Budget. Und ich nutze zurzeit eine Haushalts-App, die ich ganz toll finde mittlerweile. Und ich schreibe also, sobald ich irgendwas ausgebe und ich habe gerade Zeit, so zwischendrin schreibe ich das mal auf. Und ansonsten mache ich es am Abend. Wenn ich so Zeitungen lese, dann hacke ich die Sachen mal rein. Oder dann spätestens am Sonnabend. Nach dem Einkauf kommt alles auf den Tisch und dann tippe ich da alles rein. Also das sind so meine Routinen, um da up-to-date zu bleiben. Aber Luis, dich wollte ich nochmal fragen, wie machst du das mit den Budgets? Was habt ihr denn für Budgets? Weil das ist zum Beispiel mein einziges Budget, was ich jetzt habe, dieses Bargeld, und mehr gebe ich dann auch nicht aus. Ja, genau. Also das Budget haben wir natürlich auch. Ja, das ist aber, also das wird immer einmal monatlich das Geld geholt und dann eben verteilt auf die Wochen. Was wir zum Beispiel noch für ein Budget haben, was ich, ja, vielleicht auch noch so ein Tipp,
wir haben ein AFA-Konto, nenne ich das mal, also Aufwendung für Abschreibung, was Unternehmen ja auch machen. Das heißt, wir haben für uns eine Schwelle definiert, ab der wir, sagen wir, alles, was so im Haushalt an langlebigen Konsumgütern vorhanden ist, angefangen von der Küche übers Auto, über Waschmaschine, oberhalb von 300 Euro haben wir mal, glaube ich, definiert, über Kaffee-Vollautomaten etc. pp. Mal aufgelistet, dann geguckt, wie lange ist so Pi mal Daumen die Lebensdauer von so einem Gerät, was kostet das in der Neuanschaffung und was ist dann eben tatsächlich so die monatliche Abschreibungsrate. So, und das summiere ich, oder das haben wir auch summiert. Und dieser Betrag zum Beispiel, den bezahlen wir auch gleich am Monatsanfang, dann auf ein separates AFA-Konto. Das schwillt natürlich eine gewisse Zeit immer an. Das sollte man dann auch optisch ausblenden. Wird dann aber auch auf einen Schlag dann weniger, wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, ich kaufe, jetzt ist eben Zeit für ein neues Sofa. Oder halt eben, ja genau, jetzt war es kürzlich eben der Kaffeeautomat, der dann die Grätsche gemacht hat. Aber du spielst das aber nicht weiter auf, oder? Das ist ein... Nein, nicht weiter, das ist ein großer Posten. Weil ich finde, man kann es auch, also Erbseninnenwände polieren, das ist jetzt auch nicht so unbedingt das Lebensziel. Aber das Schöne ist, das machen wir jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren und seitdem ist das eigentlich sehr, sehr entspannt, weil selbst wenn mal was Großes kaputt geht, sei es halt eine Waschmaschine, selbst ein Auto, ja, okay, dafür ist halt das AFA-Konto da. Und es gibt ja auch in der Finanzpsychologie dieses Modell der geistigen Konten, dass man ja auch immer so in Konten denkt. Und wenn man eben denkt, okay, das ist eben um mein AFA-Konto, wenn jetzt was kaputt geht, dann ärgere ich mich darüber, dass das kaputt gegangen ist, dass ich jetzt Geld dafür bezahlen muss, sondern ach ja, dafür habe ich ja mein AFA-Konto und muss jetzt nicht anfangen, irgendwo anders Aktien zu verkaufen oder Konsumschulden aufzunehmen etc. Ja, und das ist eigentlich ein sehr, sehr interessantes Instrument. Hat halt den Nachteil, es entzieht mir natürlich erstmal pro Monat doch eine gewisse Summe Liquidität. Ne? Weil wenn man das mal macht für sich und mal ehrlich macht, dann kommt schon ein bisschen was zusammen. Je nach, also wenn ich nicht gerade Frugalist bin, dann kommt da ein bisschen was zusammen. Ja, aber diese Töpfe brauchst du ja. Genauso wie man, also ich budgetiere nur über Konten. Hm? Ich habe für alles meine Konten. Hm? Und dann habe ich mein Urlaubskonto und ich habe mein Steuerkonto und ich habe mein Haushalts, bei mir heißt es nicht AFA-Konto, aber das werde ich, glaube ich, umtaufen. Ich finde das eine sehr logische Bezeichnung. So ein Haushalts-Kaputt-Geh-Konto. Ja, sowas. Genau. Und das sind alles extra Konten und da schiebe ich die Gelder drauf und das ist halt einfach aus meinem Blickfeld, natürlich ist es nicht weg, aber das ist für mich zugeordnet und nicht verkonsumierbar. Das ist dann, wenn es Zeit ist, kann ich da dran gehen und muss mich nicht ärgern. Genau, vorher quasi nicht im normalen sozusagen Konsum-Cash mit drin, sondern das ist weg. Ja, es kann mich halt eben nichts von hinten überraschen. Das ist halt das Schöne darin. Genau, die emotionale Stabilität, die sowas verleiht, weil der eben keine Sorgen machen muss. Genau. Wenn du völlig entspannt bist. Ich kam gerade noch eine ganz kurze Zwischenfrage, bei welchen Banken man so ein Mehrkontensystem sinnvoll aufbauen kann. Habt ihr da eine Empfehlung? Überall. Über Konten reden wir übrigens auch nochmal in aller Ruhe. Da werde ich euch noch in aller Ausführlichkeit so ausquetschen, was ihr für Kontenstrukturen und wie hin und her. Und ich kann mal sagen, Profit First lässt grüßen, liebe Annette. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Dinge, über die man sprechen kann, sei es jetzt als Unternehmer oder als Privatperson. Ne? Also ich glaube, da können wir über alle Themen mehrere Stunden machen. Aber habt ihr einen Rat, habt ihr einen Tipp, bei welcher Bank man mehrere Konten relativ kostengünstig anlegen kann? Wenn ich mich recht entsinne, ich glaube, die DKB bietet das an, mehrere Unterkonten kostenlos einzurichten. Ansonsten geht aber auch ein normales Girokonto und ich lege dann verschiedene Tagesgeldkonten dafür an. Das ist ja auch taggleich überwiesen. Und Tagesgelder sind immer kostenfrei, von daher ist es wurscht. Ja. Also bei der Inktiva geht das auch, da hast du ein Konto und dann kannst du mehrere Tagesgeld-Unterkonten, Extrakonten heißen, die dann anlegen. Und darum geht es ja, das sind ja dann diese Konten, die ihr nette meint, also Tagesgeldkonten. Also bei MoneyU kann man auch fünf Unterkonten anlegen,
also ist kostenfrei mit drin. Die kann man auch tatsächlich irgendwie benennen. Kannst du Autokonto hinschreiben oder Reisekonto, Urlaubskonto oder sowas. Finde ich ganz praktisch. Und bei N26 gibt es dann auch die sogenannten, wie heißt es, Spaces oder so. Da kannst du auch Geld hin und her schieben innerhalb des Kontos. Aber es ist eben separiert und auch individuell benennbar. Finde ich ganz praktisch. Dann ja, steht sogar dran, wofür das Geld ist. Und es gibt ja wirklich Leute, die haben extra Urlaubskonto, so wie ich auch, oder ein Spaßkonto. Das darf man ja auch bei all dem ganzen Ernst jetzt nicht vergessen, dass man sich dann zwischendurch auch mal was Schönes gönnen soll. Natürlich nicht im Überfluss oder so, aber es soll tatsächlich auch so ein Spaßkonto existieren, wo man dann ein paar schöne Sachen sich von gönnt, lecker essen geht oder eben seinen Konsumlüsten dann in gewissem Maß auffrönen kann. Vielleicht noch ein Hinweis dazu. Also ich kann mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen schwierig ist, wenn ich tatsächlich bei meinem Girokonto da Unterkonten habe, die ständig einsehen kann und dann sehe, wie diese Polster sich auffüllen durch entsprechende Rücklagen. Von daher ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn ich tatsächlich zumindest für die größeren Unterkonten mir ein Tagesgeldkonto bei einer anderen Bank hole, einfach damit es weg ist, damit ich es gar nicht sehe, damit ich gar nicht erst in Versuchung komme. Das macht man mit Schatzkistchen. Schatzkistchen gehören auf ein anderes, auf eine andere Bank. Und da bin ich sogar manchmal für eine Offline-Bank, wo man sogar noch zu Fuß hingehen muss, ja. Und das dann halt eben nicht so hoppladihopp, also jetzt je nach Mentalität, wie man selber, man kennt sich ja. Ja, man weiß ja, ob man sowas erträgt, sowas online zu sehen auf dem Konto, ohne dass es juckt und ausgegeben werden muss. Dann wirklich bei der örtlichen Sparkasse von mir ist auf ein Sparbuch, ja, wo es wirklich Mühe macht, ranzukommen. Wunderbar. Wo die Inflation es mir wegfrisst. Und stell dir das mal vor. Mir vollkommen egal, Hauptsache es ist das, da. Ja, und mein Sparkistchen, stell dir das mal vor, also über Sparen reden wir auch nochmal. So, Schatzkistchen, das ist so die Notfall. Mein, Schatzkistchen, nicht Sparkistchen. Ich bin mit meinem ganzen Bündel Scheine zum Einzahlungsautomaten gegangen und dann hat er sich verschluckt und ist kaputt gegangen. Und dann stand ich da und musste mich wieder an die lange Schlange anstellen und sagen, mein Geld ist weg, ich habe keine Quittung und nichts, das Ding ist kaputt. Und ich habe es auch nicht vorher gezählt, weil ich mich hier überraschen lassen wollte, wie viel wunderbares Geld ich zusammengetragen habe. Das mache ich jetzt nicht mehr. Das verstehe ich gut. Wie ist die Geschichte ausgegangen? Worst case. Die Geschichte ist, also ich hatte schon so ungefähr so, und dann habe ich gesagt, naja, da müsste ungefähr so drin sein. Dann haben sie ein AKT gezählt und haben gesagt, nee, also das ist mehr als sie uns, also wir haben weniger gefunden, als sie uns gesagt haben. Ich sagte, also dann zählen sie mal genau aus. Ja, dann können wir uns erst in ein paar Tagen bei ihnen melden. Und in ein paar Tagen hatte ich dann den Betrag, den ich so über den Daumen dachte, dann auch doch ziemlich genau auf dem Konto, weil sie dann doch noch was in ihrem AKT gefunden hatten, was sie vorher scheinbar noch nicht irgendwie. Also. Ja, du musst dir dann komplett auszählen. Das dauert dann ja schon ein bisschen. Ja. Oh ja, ja, so Kassendifferenzen sind ganz, ganz furchtbar. Ja, auch ich habe ja schon mal in der Bank gearbeitet und ich stand auch schon mal vorne an der Kasse. Das ist nicht schön. Aber Dani, ich wollte noch einmal ganz kurz bei dir fragen. Du hast gesagt, du hast eine wunderbare App, die du nutzt, hast uns aber nicht verraten, welche. Also ich nutze jetzt mein Haushaltsbuch von One2 Apps ist das. Also mit der komme ich sehr gut zurecht. Ich bin ansonsten nicht so eine Freundin von diesen ganzen Haushalts-Apps, weil die meisten sind mir zu fett programmiert. Aber die finde ich sehr intuitiv und trifft im Großen und Ganzen das, was ich brauche. Gibt es für Android und auch für iPhone in der Gratis-Version und in der Bezahlversion. Ich habe die Bezahlversion, weil dann keine Werbung läuft. Keine Konsumwerbung. Wie auch immer, ich bezahle gern für Apps, weil ich weiß, das macht wahnsinnig viel Arbeit, diese Dinger zu programmieren. Und wenn sie gut sind, dann möchte ich auch echt gern dafür zahlen. Und die 2,99 Euro, also das ist es mir dann schon wert. Okay. Okay, also wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, das Allerwichtigste, um eure Ausgaben in den Griff zu kriegen, ist erstmal, dass ihr das überhaupt wollt. Mhm. Ja, also wer seine Ausgaben nicht in den Griff kriegen will, dem könnten wir hier die schönsten Strategien überhaupt verraten, hilft nichts. Wenn ihr euch entschieden habt, ist die zweite Sache, dass ihr euch wirklich mit den Ausgaben mal auseinandersetzt und sie erfasst, dass ihr nichts habt, was euch unbeobachtet durch die Finger gleiten kann. Das geht entweder, wenn ihr vorher wirklich genaue Budgets oder ihr solltet genaue Budgets
Budgets machen, die aber kommen, nachdem ihr wisst, wie so ein Budget auch sein kann. Am Anfang heißt das erstmal alles aufschreiben, Haushaltsbuch machen, jede Quittung sammeln. Und entweder, wie Vincent das macht, zwischendrin immer mal wieder sich hinsetzen, die Sachen eintragen, wegschmeißen, was fertig ist. Oder wie Dani das macht, eine App zu verwenden, samstags abends spätestens sich hinzusetzen, alles zusammenzutragen. Und das hört sich jetzt viel an, aber man sollte das optimalerweise mindestens ein Jahr, besser 2 bis 3 machen. Aber fangt einfach erstmal mit einer Woche an. Setzt euch kleine Ziele, damit euch das nicht direkt so überfordert. Tragt das zusammen und bekommt mal ein Gespür dafür, wohin geht euer Geld. Ah, und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr mal schauen, was sind quasi Kostenblöcke, bei denen ich optimieren kann, die ich vielleicht vergünstigen kann. Vincent hat schon gesagt, ein riesengroßer Block, weil er einfach ganz, ganz viel des Einkommens wirklich auch ausmacht, ist das Thema Miete. Gibt es da eine Möglichkeit, vielleicht zu optimieren? Aber auch Louis hat gesagt, es gibt noch ganz viele andere Dinge, wo man auch kleinere Beträge, die ja sich auch aufsummieren über die Jahre, optimieren und sparen kann. Also auch da mal hingucken. Und ja, das sind so, glaube ich, die Essenz der Ausgaben in den Griff kriege Tipps, wenn ich das richtig zusammengefasst habe. Habe ich irgendetwas vergessen, was ihr noch gesagt hattet, was ich jetzt nicht mit erwähnt habe? Ich möchte noch anfügen, das Auto ist einer der größten Kostenposten auch. Und wer echt immer eng mit Geld ist, sollte es auch mal sich wirklich genau sein Auto anschauen. Muss es das sein? Muss es vielleicht so ein teures sein? Oder muss es überhaupt ein Auto sein? Vielleicht geht auch eine andere Variante. Also da würde ich auch nochmal empfehlen, genau hinzuschauen. Und ich habe gesagt, ich benutze die App. Ich benutze die App aber tatsächlich nur für die laufenden Ausgaben, die also immer wieder abwechselnd. Für die statischen Ausgaben, die jeden Monat anfallen, die habe ich in der Excel-Tabelle liegen. Das heißt, das sehe ich, damit ich genau da sehe, wo ich stehe bezüglich meines Einkommens. Hier war noch eine Frage von wegen, wie so Ausgabenposten ungefähr sein sollten, könnten, ne? Von wegen sparen und ausgeben und irgendwas anderes war es noch. Ich sage immer so, die Hälfte des Einkommens kann für grundlegende Ausgaben ausgegeben werden, eben Miete, Auto, Grundlebensmittel, also für das, was man unbedingt ausgeben muss. 20% gehen in den Spartopf und 30% kann ich für meinen Lebensstil raushauen. Das sind so meine Relationen, die ich gern weitergebe. Vom Einkommen, so. Noch ein wichtiger Punkt, der mir auch noch eingefallen ist, was auch vernachlässigt wird, gerade bei größeren Konsumentscheidungen, dass ich mir immer vor Augen führe, was sind denn, ja, und zwar sogar die monetären und vielleicht auch nicht monetären Folgekosten einer Ausgabe. Ja, also das kann sich ja auch summieren. Also beispielsweise... Investitionsrechnung am Ende des Tages. Wie bitte? Du bist jetzt bei einer Investitionsrechnung am Ende des Tages. Nicht unbedingt. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel, weil wir das jetzt gerade dieses Jahr hatten. Da ist unser Zaun kaputt gegangen. Und dann standen wir eben vor der Frage, naja, was sind wir denn eben für einen neuen Zaun? Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja gut, ich baue mir dann ja einen Jägerzaun, Holzzaun einfach hin, dann muss ich mir überlegen, okay, dass ich dann einmal Zeit, jedes Jahr einmal da am Streichen bin oder alle 2 Jahre und Geld, dass eben so Holz eben auch nicht ewig hält und dann vielleicht alle 5 bis 10 Jahre erneuert werden muss und das dann eben Folgekosten sind dieser Entscheidung. Also auch, das ist ja auch eine Konsumausgabe. Dasselbe gilt ja letztendlich auch für Autos. Wenn ich sage, okay, ein Auto, wenn ich ein großes, dickes Auto haben will, was dann relativ schnell an Wert verliert, ist das eben Folgekosten, meine Entscheidung, mich eben für so ein Auto zu entscheiden. Und wenn ich eben sage, wir waren vorhin bei der Miete, wenn ich sage, oh nee, ich brauche unbedingt eine Dreizimmerwohnung und nachher feststelle, ach Mist, eine Zweizimmerwohnung hätte es ja auch getan, dann bleibt ganz schön viel Geld auf der Strecke liegen. Denk mal über Vermietung via Airbnb von eurem Einzimmernacht zum Beispiel. Ja. Oder wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte unbedingt... Oder vom Auto auch, mal ja. Auch vermieten. Oder Haus mit Garten, dass ich dann sage, okay, dann bezahle ich den Garten ja auch mit über die Miete. Und ich dann sage, ach, aber eigentlich habe ich gar nicht so viel Lust daran oder gar nicht so viel Spaß daran. Und das merke ich erst hinterher, dann ist das eben eine sehr teure Folgeentscheidung, weil ich A, nicht mehr Spaß dran habe, trotzdem was machen muss und noch bezahlen muss. Und das nicht kurzfristig geändert bekomme. Ja, okay, das heißt, das greift im Grunde genau das auch wieder auf, was Dani ganz am Anfang gesagt hat.
Konsum. Und bei Dani geht es gar nicht um wirklich große Dinge, aber dann insbesondere, Konsum sollte eigentlich keine Bauchentscheidung sein, sondern man sollte sich das in Ruhe überlegen. Und wenn man nicht absolut klar ist, dass man eine Sache unbedingt braucht und will und auch noch nach 24 Stunden denkt, dass man die unbedingt braucht und will, dann sollte man es auch einfach vielleicht sein lassen und dieses Geld nicht dafür ausgeben. Und ich bin mir ganz sicher, wenn ihr wirklich anfangt, eure Ausgaben zu beobachten, euch selbst wirklich zu reflektieren, wofür euch das Geld rausgeht, dann zumindest ist es mir so gegangen, wird es euch wirklich Stück für Stück auch viel einfacher zu sagen, okay, darauf kann ich verzichten und darauf will ich auch verzichten. Ich habe gar keine Lust, so viel Geld für Schokolade zum Beispiel auszugeben oder wofür auch immer. Und dann zu sagen, das Geld investiere ich einfach mal sinnvoller oder schaue, dass ich mir dann, wenn ich ein Gefühl dafür habe, auch wirklich ein Budget mache und sage, darüber soll es nicht hinausgehen. Und das soll mein Sparanteil sein. Aber ich habe vor, dass sowohl zum Sparen als auch zu Kontenmodelle wir noch weitere Finanztalks machen. Die Experten haben alle so geniales Wissen und so viel Erfahrungen, dass da einfach für euch noch ganz, ganz, ganz viel Wissen zu holen ist. Vincent hat gerade noch reingeschrieben unter Drivey. Ein spannender, kompletter Link, den werde ich auch nochmal auf Facebook kopieren. Kann man tatsächlich auch das Auto vermieten. Ich habe übrigens gehört, dass auch das eine der großen Visionen von Tesla ist, dass die das Carpool-Sharing mit ihren Teslas irgendwie als eins der großen Ziele noch professionalisieren wollen, dass Autos quasi ohne Fahrer sich dann wie auch immer verteilen. Und Dani schreibt nochmal raus, dass die App mein Haushaltsbuch von One2Apps ist, an alle, die das vorhin vielleicht nicht mitgeschrieben haben. Ja, dann hoffe ich, dass euch hier ganz, ganz viele spannende Anregungen und Tipps gegeben wurden, die euch dabei helfen, eure Ausgaben besser in den Griff zu bekommen und zu schauen, dass ihr wirklich nur da Ausgaben macht, wo ihr sie auch wirklich machen wollt und euch das Geld nicht durch die Finger rinnt. Den Link schreibe ich gleich auch nochmal von Vincent rein bei Facebook. Und ja, bedanke mich ganz herzlich und gebe gerne nochmal reihum das letzte Wort an jeden meiner und jede meiner Expertinnen. Annette, du hast dein Mikro schon aus, aber bei A fangen wir direkt mal wieder an. Deswegen darfst du das letzte Abschiedswort sagen. Ich sage schon mal Danke an euch alle. Toll, dass ihr dabei wart und wünsche euch einen wundervollen Abend. Ja, gut. Abschlussworte, was fällt mir dazu ein? Gute Frage. Eigentlich jetzt gerade wenig. Viele Worte gemacht. Ja, es geht einfach darum, dass man anfängt und wenn man merkt, dass man Blockaden hat, um jetzt nochmal da vielleicht den Schlenker zurück, dass man Blockaden hat, dass man sich ziert, dass man sich selber Ausreden schafft und, dann halt, dann versuchen, sich nicht selber zu verurteilen, weil das finde ich immer ganz schlimm, ja. Dann so, ach, jeder Hinz und Kunst kriegt das hin, nur ich kann das nicht und ich bin ja so blöd und. Das macht es nicht besser, das hilft, bringt dich auch nicht weiter, sondern dann wirklich hingucken, warum ist das vielleicht so, was hindert mich denn daran, mich damit zu beschäftigen und vielleicht, dass das dann die Initialzündung wird, die anderen Sachen, die meisten Menschen wissen, was zu tun ist zum Haushalten. Eigentlich wissen wir es. Also die meisten wissen es. Und wenn ich es nicht hinkriege, dann muss ich woanders ansetzen und dann halt die Dinge tun, die mir gut passen. Ob ich das jetzt schriftlich mache, per App oder mit Excel-Tabelle oder keine Ahnung, ist vollkommen wurscht. Aber dann kann man sich das einfach aussuchen, wie es geht. Super. Wer mag jetzt seine letzten Worte reinschmeißen? Dann sage ich noch was. Am besten fangt morgen an. Damit gar nicht lange warten, einfach morgen anfangen und wenn ihr noch mal ein bisschen kurz was lesen wollt, in der Blogosphäre gibt es total viel Zeug und Stoff dazu. Einfach Haushaltsbuch führen, zum Beispiel eingeben in Google und da lest ihr euch zwei Artikel durch und dann fangt ihr an und dann passt das und dann wird das auch. Sehr gut. Louis? Ja, dann komme ich jetzt, glaube ich, mit dem Buchstaben dran, ne? LVV. Ja, zwei Sachen. Zum einen, die beste Möglichkeit, einen Grundstock für mein Vermögen zu legen, habe ich tatsächlich beim Übergang von der Berufsausbildung Studium in die Berufstätigkeit. Ich glaube, der Finanzwesen ist ja auch mal, der sagt, die Vermögen werden in den 20ern gemacht, also in den 20er Jahren.
Gut, bei Langzeitstudenten vielleicht in den 30ern, aber das ist die einmalige Chance, wo ich eben starte und noch keine ansonstigen Verpflichtungen habe und die Kinder einem das Geld nicht vom Kopf fressen. Überspitzt formuliert natürlich. Also die Zeit auf jeden Fall nutzen, das ist die einmalige Gelegenheit im Leben. Punkt 2, ein Video- bzw. Vortragstipp. Wir hatten zwischendurch gesagt, naja, wie kommt es, dass ich vielleicht zu viel konsumiere? Professor Gerald Hüther, Neurowissenschaftler hier aus Deutschland, ich glaube mittlerweile emeritiert. Auf YouTube gibt es ein Video von ihm, Vortrag von ihm, ich glaube eine halbe Stunde. Wer glücklich ist, kauft nicht, heißt der Vortrag und müsste auch darunter zu finden sein. Und da beleuchtet er eben aus neurowissenschaftlicher Sicht, woher eben dieser Konsumismus sind das, glaube ich, also diese so eine übertriebene Konsumneigung kommt. Sehr interessant, auch um sich dann vielleicht selber ein bisschen zu reflektieren. Ja, ich halte mich kurz. Wie gesagt, das A und O ist, die Ausgaben im Blick zu haben. Fangt an, Haushaltsbuch zu führen eine Zeit lang. Das ist wirklich vielfach ein Augenöffner, wo das Geld hingeht und dann kann man anfangen zu optimieren. Sehr cool. Dann herzlichen Dank an euch alle, dass ihr hier eure Zeit und euer Wissen mit uns geteilt habt. Es war wie immer ein Vergnügen mit euch. Und in 8 Wochen sehen wir uns zu gewohnter Zeit an gewohntem Platz wieder zu einem dann wieder neuen spannenden Thema. Genau. Bis dann. Schöne Zeit. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.